Fernschnellzug Italia Express. Das Reisen bekommt ihr, das ist gut auch. Wenn du mitfährst. Ich könnte mir einen besseren Grund vorstellen, mit dir zu verreisen, als diesen Besuch in Kopenhagen. Wirklich? Könntest du das? Genf ist schon so weit weg. Unser Haus, unsere Freunde. Aber nicht unsere Probleme. Das meinst du doch. Möchtest du was lesen? Die werden alle abgeschoren. Ich versuche mir vorzustellen, wie das aussehen wird. Eine Narbe von hier bis hier. Aber das steht doch noch gar nicht fest. Du musst nicht immer daran denken, Florence. Das ist leicht gesagt. Du tust es doch auch, Robert. Ach was? Du wolltest was zu lesen haben. Vielleicht solltest du das Taxi gleich behalten. Ich meine, ich frage nur, verstehe mich recht, es war furchtbar lieb, dass du mich zur Bahn gebracht hast, Christine, aber ich bin etwas in Eile. Was redest du, Thomas? Ich fahre gleich weiter. Du fährst ja nicht Gott weiß wohin. Schließlich ist Frankfurt nicht aus der Welt. Die drei Tage. Vielleicht rufe ich dich aus Frankfurt mal an. Adieu, Christine. Adieu, Thomas. Das wird reichen bis Kopenhagen. Danke. Tag, mein Schatz. Schon, dass ich diesmal die Möwen an der Ostsee alleine füttern darf. Das hätte ich dir nie zugemutet. Vielleicht hätte sich jemand gefunden, der mir Gesellschaft geleistet hätte. Das hätte ich mir nun wieder nicht zugemutet. Und ich suche und suche schon die ganze Zeit. Ich weiß doch genau, dass ich es eingesteckt habe. Was suchst du denn? Kann ich dir helfen? Du? Du bringst mir doch nur alles durcheinander. Ich bin schon so schusselig, dass ich mich nicht einmal mehr auf meine eigene Schusseligkeit verlassen kann. Ich dummes Ding denke, natürlich, schusselig wie du bist, wirst du das Eau-de-Cologne nicht in den Kosmetikkoffer getan haben, sondern in den großen Koffer. Und wo habe ich es hingetan? Hier. Das riecht mir hier zu sehr nach Eisenbahn. Ist sie noch frei? Guten Tag. Schade, dass wir das Abteil nicht für uns allein haben. Viel Spaß bei unserer Hochzeitsfeier. Viele Grüße an alle. Wir haben nämlich geheiratet. Wie schön. Gratuliere. Gehen wir eine Zigarette rauchen, ja? Du hättest mich übrigens gestern Abend ruhig noch anrufen können. Bis 10 habe ich gewartet. Dann bin ich doch auf die Party zu Gerber gegangen. So, so. Guten Tag. Ist dieser Platz noch frei? Danke sehr. Fahren Sie auch nach Kopenhagen? Hoffentlich ist das Wetter einigermaßen. Ich war nämlich noch nie da. Was sagst du, Robert? In Schoffengrund wird jetzt eine Talsperre gebaut. Ach, Schoffengrund. Wie lange ist das jetzt hier? 3, 4 Jahre? Im Winter sind es 4. Das ganze Dorf soll geräumt werden. Da müssen Hölters auch weg. Richtig, Hölter hießen die Leute. Wie genau du dich erinnerst? Da ist der Skilift. Ah. Es wird alles überflutet. Wenn ich jetzt an unsere Ferien dort denke, werde ich mir immer Wasser vorstellen müssen. Nun sei nicht sentimental, Florence. Ich glaube, jetzt sieht's mir doch ein bisschen zu sehr. Und ich denke, du tippst die ganze Nacht das Manuskript vom alten Wegelein. Damit war ich schon um 8 fertig. Ein schreckliches Stück, finde ich. Gut, er zahlt mir 1,50 für die Seite. Aber wer soll denn sowas spielen? Das will sich doch kein Mensch mehr ansehen. Und du nimmst es in deinen Verlag. Es kommt in die Gesamtausgabe. Und ich verspreche dir, dein Name wird nicht erwähnt. Sehr komisch. Aber wenn es wahr ist, was Gerber gestern gesagt hat, brauche ich keine unsterblichen Werke mehr abzutippen. Habe so das Gefühl, Gerber hat ein Faible für mich. Was hat er denn gesagt? Vielleicht macht er mich zu seiner Sekretärin.
Aber das langweilt dich sicher. Abgesehen davon, dass man sich mit dir selten langweilt. Was Gerber gesagt hat, interessiert mich sehr. Gerade das wollte Gerber eigentlich heute Abend mit mir besprechen. Stattdessen fahre ich jetzt mit dir nach Dänemark. Was sagst du nun? Lass mich mal mit Gerber darüber reden. Das ist eine Sache, die man nicht überstürzen sollte. Du bist ja eifersüchtig. Wundert dich das? Jemand zugestiegen in Hamburg? Ach, entschuldigen Sie, ich hatte gar keine Zeit, eine Fahrkarte zu lösen. Ich habe gerade noch den Zug erwischt, ich möchte nach Kopenhagen. Ist in Ordnung, das passiert schon mal. Heutzutage hat ja keiner mehr Zeit. Ja. Haben Sie es nicht kleiner? Nein, es tut mir leid. Sie sind jetzt schon der Fünfte, der mit einem 100-Mark-Schein ankommt. Ich kann wechseln, warten Sie. Oh, das ist sehr lieb für dich. 60, 80. Bitte sehr. Dankeschön. Ich habe Angst, Robert. Am liebsten würde ich wieder umkehren. Wenn du meinst, bitte, dann steigen wir in der nächsten Station aus. Siehst du, du glaubst auch nicht an den Erfolg der Operation. Du hast eine Art, die Dinge umzudrehen. Natürlich glaube ich an diese Operation. Professor Johansson hat doch schon viele solche Fälle geheilt. 50%. Und das ist schließlich eine ganze Menge. Jedenfalls, diese Operation, das ist eine Sache, an die ich glaube. Und dann deiner Stelle einfach glauben müsste, denn so wie es ist... Ist es furchtbar. Du kannst es ruhig aussprechen. Ich weiß nicht, ob es einen Sinn hat, das immer wieder auszusprechen, überhaupt davon zu reden. Und seit Jahren verstehst du es, jedes Gespräch auf diese Art und Weise zu beenden. Entschuldige, Robert. Es ist nur, weil... Gerade wenn ich mit dir zusammen bin, dann empfinde ich doppelt, dass ich krank bin. Denn dir gegenüber möchte ich es nicht sein, weil... Florence... Du musst dich zusammennehmen. Es stimmt ja gar nicht, dass du nur mit mir darüber sprichst. Die anderen... Wer, die anderen? Na, mein Gott, deine Schwester zum Beispiel. Beklagt sie Genevieve über mich? Beklagen? Sie macht sich genauso ihre Gedanken wie wir alle. Die Arme. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch noch an etwas anderes denkt, wenn ihr beide zusammen seid. Du weißt, dass du nicht den geringsten Grund zur Eifersucht hast. Vielleicht keinen Grund, aber genügend Zeit dazu. Seit 2 Jahren habe ich jeden Tag Zeit, darüber nachzudenken, über dich, über meine Krankheit. Diese verdammten Ärzte, die nichts tun, als diese verlogenen, optimistischen Gesichter zu machen, wie ihr alle. Florence, um Himmels Willen, bitte lass uns abwarten, was in Kopenhagen wird. Ich bin der felsenfesten Überzeugung. Felsenfeste Überzeugung, unbedingter Glaube. Das musst du nur noch hinzufügen, ich soll tapfer sein, dann wird schon alles gut werden. Du weißt genau, dass nichts gut wird. Du weißt, dass Kopenhagen nichts nützt, wie nichts bisher genützt hat. Kann... Professor, keine Kur, kein Quacksalber. Nichts. Bitte Platz nehmen zum ersten Abendessen. Komm, essen wir was. Das wird uns auf andere Gedanken bringen. Guten Appetit. Hm, danke gleichfalls. Mutti hat uns das ganze kalte Buffet eingepackt. Na, hoffentlich hat sie noch was für unsere Gäste übrig gelassen. Wie liebe sich um sie kümmert. Das hat sie wohl. Vielleicht hat sie sich das Bein gebrochen. Würdest du auch so liebevoll wenn sein? Wenn du dir das Bein brichst, natürlich. Ich meine überhaupt, wenn mir etwas zustößt. Das ist doch selbstverständlich. Da habe ich Herrn Ritschel hoch und heilig versprochen. Wer ist Herr Ritschel? Herr Ritschel war bei unserer Trauung, mein Schatz. Hast du das schon vergessen? Nein, Herr Ritschel war überhaupt nicht eingeladen. Er war nach uns die wichtigste Persönlichkeit überhaupt, unser Standesbeamter. Dazu gehört, dass ihr in Freude und Leid zusammensteht, in Zeiten der Heimsuchung sowie der Krankheit, bis dass der Tod euch scheidet. Außerdem... Mir könnte ja auch mal etwas zustoßen. Sehr. Dankeschön. Sehr. Pfeffer? Ja, Pfeffer. Hier gehört etwas Chili rein und eine Spur Rosmarin. Nur eine Spur, aber die Leute hier können ja nicht würzen. Ich weiß, diese einmalige Pilaf in Istanbul, diese Paella in Toledo und diese himmlische Bouillabaisse in Marseille. Du hast ein phänomenales Gedächtnis. Wenn ich all diese Reisen mit dir gemacht hätte, könnte ich mich noch viel besser daran erinnern. Eines Tages mache ich alle diese Reisen auf einmal. Und dann mit dir. Ist das ein Versprechen? Ich verspreche es dir. Lass uns darauf anstoßen. Ich nehme dich beim Wort. Du, ich habe eine Überraschung für dich. So, was denn? Nachher, im Abteil. Nein, bitte nicht mehr. Und dann schmeckt dir das Essen besser, mach mir die Freude.
Weißt du, ich habe mir überlegt, während ich in Kopenhagen bin und du deinen schwierigen Prozess hast, ob wir nicht Mutter bitten sollen, nach Genf zu kommen. Aber der Prozess findet doch in Zürich statt und nicht in Genf. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Na, dann hast du ja jemanden, der sich um dich kümmert. Der Fall wird nicht deshalb in Genf verhandelt, weil Genevieve dort wohnt, falls du das meinst. Nein. Nein, vielen Dank. Fertig? Du glaubst doch nicht, dass ich noch ein bisschen runterkriege. Florence, bitte, du musst dich zusammennehmen. Jeder beziehen. Dann wird sicher manches anders werden. Ach, du meinst meine Krankheit. Am Ende behauptest du noch, dass ich sie mir noch kein Bild. Wie kannst du nur sowas sagen? Ja, heute schmeckt's mir. Aber nur, weil Sie da sind. Sonst habe ich mit Essen nicht allzu viel im Sinn, müssen Sie wissen. Es hängt wohl mit meinem Beruf zusammen. Ich verkaufe nämlich Küchen. Küchen? Herrlich. Ich möchte doch so gerne kochen lernen. Hm? Du, wenn du eine neue Küche einbauen ließest. Das trifft sich ja großartig. Da kann ich Ihnen unser Modell CVS 826 empfehlen. Ich verkaufe nämlich Großküchen. Kessel ab 300 Liter. 300 Liter? So lange kann die Liebe ja gar nicht durch den Magen gehen. Sehen Sie, das ist genau der Grund, warum ich bis heute Junggeselle geblieben bin. Wobei ich hinzufügen möchte, dass ich nichts gegen Frauen habe. Absolut nichts, ganz im Gegenteil. Nur wissen Sie, Frauen haben einen Fehler. Sie pflegen mit uns zu altern. Was anderes ist es natürlich, wenn man eine so hübsche junge Frau hat, wie sie lieber der Tischnachbar. Da bleibt man selber mit jung. Mhm. Oder? Entschuldigung, bitte. Können Sie mir sagen, wie weit es noch bis zur dänischen Grenze ist? Keine Ahnung, wir fahren nicht so weit. Wir steigen gleich aus. Danke, danke schön. Du glaubst, ich fühle nicht, wie ich dir lästig bin. Das ist doch absurd, was du sagst. Gib dir keine Mühe, deine betonte Freundlichkeit während des ganzen Essens. Nur um mir zu zeigen, welche Belastung ich für dich bin. Florence, ich bitte dich, es ist unerträglich. Warum lässt du dich nicht scheiden? Warum heiratest du nicht Genevieve? Du bist doch Anwalt. Es wird dir schon eine Möglichkeit einfallen. Dieser ewige, stille Vorwurf, wie du leiden musst. Du lieber Himmel, da ist noch eine ganze Menge übrig geblieben. Hätte gut noch ein anderer von satt werden können. Du gewöhnst dich wohl schon langsam daran, an drei zu denken. Es tut mir alles so unendlich leid, Florence. Ich weiß, Mitleid hast du mit dir selbst und mit mir. Aber ich kann nicht mit Mitleid leben. Hallo. Guten Abend. Danke vielmals. Wir sind gleich da. Wir bleiben drei Wochen. Auf Wiedersehen und weiterhin noch gute Reise. Was tust du denn jetzt schon wieder? Den ganzen Weg habe ich abgetippt, ohne mir einen Fingernagel abzubrechen. Und jetzt? Alles wegen dem dummen Geschenk für dich. Halt! Nein, du kannst den Koffer ja wieder rauftun. Ich weiß, wo ich's hab. Ist doch dran. Dein Glück. Da, was ist das? Kekse. Kekse? Na, hör mal. Mach endlich auf. Nein. Wunderbar. Majoran, Chili, Rosmarin, Kerbel, 1000 Gültenkraut und Knoblauchsalz. Sehr wichtig. Natürlich darf man nicht zu viel nehmen. Ich weiß genau, wo du es hinstellen wirst. In die Ecke mit den friesischen Kacheln. Ich gehe zum Dorftischler, lasse mir ein kleines Brötchen anfertigen. Na, was hältst du von der Idee? Sehr gut. Das wird sehr gut aussehen. Wirklich. Mein Gott, wenn du mit deiner Frau hinfährst, kannst du ihr erzählen, du hättest sie selber gekauft, die Dinger. Warum heiratest du mich eigentlich nicht? Du musst mir Zeit lassen. Wie lange noch? Du hast doch sonst alle deine Termine genau im Kopf. Du weißt, dass der alte Wegler im nächsten Jahr 70 wird und damit seine Gesamtausgabe fällig ist. Weißt du, wie alt ich inzwischen geworden bin? 25.
So einfach, wie du dir das vorstellst, ist das nicht. Ich werde noch ein Glas Wein trinken. Schlaf jetzt mal etwas. Gestatten Sie? Ist dieser Platz noch frei? Ihre Marke hatten Sie nicht. Aber die tun's auch. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ist ja richtig. Das gnädige Fräulein hatte noch nicht einmal ein Quartier. So ein Leichtsinn. Na, lassen Sie mich mal machen. Ich baue da im Kurhaus eine Großküche ein. Röstchen. Was haben Sie denn? Ach, nichts. Es muss mir was ins Auge geflogen sein. Haben Sie ein Taschentuch? Bemühen Sie sich nicht, das ist nichts weiter. Zeigen Sie her. Ja, es liegt zauberhaft. Nur 100 Meter vom Strand. Sobald wir uns ein paar Tage frei machen können, fahre ich mit meinem Mann immer dorthin. Mit Ihrem Mann? Natürlich. Das heißt, wie man so sagt. Jedenfalls, wir sind uns völlig einig. Wirklich? Natürlich. Warum fragen Sie? Ach, oh, es geht mich selbstverständlich gar nichts an, aber... Nun ja, vom Leben habe ich inzwischen etwas gelernt und... Manchmal sagen Männer so etwas hin und ein junges Mädchen glaubt es nur zu gern. Nein, nein, so ist das nicht. Wir gehören zusammen. Das weiß er und das weiß auch ich. Natürlich gibt es da gewisse Schwierigkeiten. Aber es geht nur darum, die richtige Form zu finden gegenüber seiner Frau. Sie ist ja immer mit mir zusammen. An Sonntagen und in den Ferien und abends meist öfter. Außerdem, was ich mir einmal in den Kopf gesetzt habe, das habe ich bisher auch immer erreicht. Sie öfters gefahren. Ob ich das verzeihen muss? Entzückend. Es ist eigentlich ein Warenmuster. Ein von meinem Kaufmann. Der schenkt mir immer was. Können Sie schon so gut kochen? Soll er doch zurückgehen zu seiner Frau und mit ihr versauern bis ans Lebensende? Mich kann er abschreiben. Ich habe jetzt genug. Sagen Sie, kennen die Strecke. Ob ich noch den Gegenzug erwische? Ja, das ist leicht möglich. Das ist egal. Hauptsache, ich komme schnell weg. Denn wenn er zurückkommt, ehe ich fort bin, ist das ganz aus mit meinem Entschluss. Er kann nämlich furchtbar lieb sein, wissen Sie. Aber es hat ja keinen Sinn. Er wird sich nie von seiner Frau trennen. Wiederschauen und vielen Dank. Oh, ich habe noch was vergessen. Mein Mantel. Ich habe es durchgedrückt. Nochmals vielen Dank. Diese Narbe, ob sie noch zu sehen sein wird, wenn das Haar nachgewachsen ist? Ganz bestimmt nicht.
Aber wenn es dich beruhigt, werde ich das alles mit dem Professor besprechen. Zeit genug dazu habe ich ja. Ich bleibe eine Weile in Kopenhagen. Und Zürich? Was wird aus deinem Prozess? Ich gewinne, aber ich habe das Gefühl, ich gewinne doch. Robert! Ja, Florus. Eine Überraschung. Hast du Feuer?